Ja, man kann, wie gesagt, so eine Roomtour mal machen, ne? Auch von der Wohnung. Das kann man dann natürlich auch als Reel hochladen bei Instagram. Oh, das mache ich aber komplett falsch gerade hier, ne? Das kann man als Reel hochladen bei Instagram und bei TikTok und bei YouTube. Falls das jemanden interessiert. Ja. Ich bin auch klar, ich habe hier in meinem Just Chatting, ne? In meinem Just Chatting habe ich eine Kamera von meinem Setup drin. So. Das, aber ich bin auch nicht so der Typ, der das so regelmäßig und andauernd sein Setup auf Instagram postet, beispielsweise. Man will halt auch nicht auf die Kacke hauen, ne? Ich bin niemand, der auf die Kacke haut. Also schon, aber nicht in dem Sinne. Ich werde den Link permanent jetzt bei mir im Discord anpinnen. Ich hoffe, es generiert dir ein paar Follower. Tobi, vielen, vielen lieben Dank dafür auf jeden Fall. Aber ja, Follower, schön und gut. Aber tote Follower bringen auch nichts, ne? Aber es ist ganz normal. Du kannst dich mit 676 Follower wie jetzt, kannst du nicht erwarten, dass man 500 Zuschauer hat. Das definitiv nicht. Der eine hat da mal Zeit, der eine kann da mal nicht und so, ne? Das kann man definitiv nicht erwarten. Ich war nie auf Insta, war ich nicht. Ich war gestern Abend aber auf ihrem Kanal bei Twitch und bin ihr auch vorhin mal gefolgt hier. Das habe ich gemacht, auf jeden Fall. Also man sagt in der Regel eigentlich 10%, aber das passt nicht. Da müsste man ja bei 1000 Follower, müsste man ja 100 Zuschauer haben. Eigentlich sagt man 10%. Wenn man 5% hat, dann hast du schon wirklich viel. Und ich kenne wirklich viele Accounts, wirklich sehr viele Accounts, die 2.000, 3.000 haben und 2.000, 3.000 Zuschauer nur. Ja, die haben 2.000, 3.000 Follower und nur 2.000, 3.000 Zuschauer. Und das würde ich absolut furchtbar finden. Ich freue mich, wenn ich irgendwann die 1.000 habe. Das ist eine schöne Zahl. Das war's dann aber auch. Mir sind eigentlich die Follower scheißegal. Die Zuschauer sind viel wichtiger. Und damit meine ich auch nicht Zuschauer, die finanziell supporten, sondern einfach Zuschauer, die da sind. Aber natürlich ist auch der finanzielle Support sehr wichtig. Das habe ich ja auch schon, oder das kommuniziere ich auch ganz offen und ehrlich, dass ich nicht so viel streamen könnte, wenn ich nicht diesen Support hätte. Ich könnte mir kein Biene-Maja-Kostüm kaufen für 70 Euro und mich als Biene-Maja hinsetzen. Ich könnte mir kein Blaumann-Perücke und Bauhelm kaufen und Piotr machen beim Hausflipper. Ich hätte mir nicht für 80 Euro Pippi Langstrumpf kaufen können für letztes Jahr. Ich könnte die Gewinnspiele nicht machen, so in dieser Form. Ne? Das ist halt, ich gestalte meine Let's Plays gerne als... Ich bin gerne verkleidet, wenn ich spiele. Das Biene-Maja-Kostüm trägst du auch privat. Das trage ich jetzt auch in Zukunft privat, ja. So bringe ich meinen Sohn jetzt in die Schule nächstes Mal. Also das würde definitiv in dieser Form nicht gehen. Ne, beim Storage Hustle, da muss man Garagen kaufen. Und da muss man ja dann die Garagen, den Inhalt, hoffen, dass der viel Wert hat und wieder weiterverkaufen. Dafür habe ich mir ja eine goldene Brille bestellt, Fake-Geldscheine bestellt, goldene Kette bestellt und sowas, ne? Um halt auch die Thumbnails ein bisschen schöner zu gestalten. Und wenn ich ein Thumbnail gestalte, dann will ich es lieber so gestalten und nicht mit Photoshop da irgendwie eine Goldkette einfügen. Ne? Wenn, dann will ich die Goldkette schon richtig umhaben. Ja, und das könnte ich definitiv nicht, wenn der Support nicht wäre. Und das heißt auch nicht, dass ich das Geld dann wieder rausschalle, weil es muss ja irgendwann auch der Bus rumkommen, ne? Aber man muss halt auch immer mal ein bisschen was investieren und dann geht das schon. Braucht neue Steine, ne? Ja. Bus bauen. Bus bauen, Freddy? Oh, guck mal, Marathon. Am 15. März Marathon. Nicht vergessen, Kinder. Auch was Strom angeht, ne? Ich würde ja so oder so, wenn ich nicht streame, würde ich ja so oder so aufnehmen für YouTube. Ne? Das würde ich ja trotzdem machen. Aber
wenn dieser krasse Support nicht wäre, könnte ich auch nicht jeden Tag streamen. Weil ich halt auch 75 Euro Strom bezahle im Monat. Nur für den PC. Und ja, ich würde ja trotzdem zocken, aber man hätte schon ein bisschen weniger an die Lichter links und rechts wären nicht da. Beispielsweise, ne? Ich bräuchte keine 4 Monitore, wenn ich nicht streame, sondern nur aufnehmen würde. Also man hätte da ein bisschen weniger Ausgaben auf jeden Fall. So. Nehmen wir uns nochmal 4 mit, 3 mit. 3 Stecks. Nee. Und so nochmal einen Stein. So. Ich bin jetzt erst wieder Klaus Perücke und Kind bespaßen. Ich wünsche dir viel Spaß, Overlay. Danke für alles. Und wir hören und riechen uns später, jawollo. Na, geht noch. Heute Abend mal unter die Dusche stellen. Eins noch. Ich bin eine Biene. Ich bestäube dich. Oha, hast du dich geschrieben? Und das hat der einfach so durchgelassen? Oha. Oha. Tschüss. Mit Herz ist das vollkommen in Ordnung, ja. Eggy, grüß dich mal lieber. Guten Morgen. Bin wach, aber bin erstmal Kaffee trinken, ihr Keks. Macht das, ey. Ich bin nur noch. Oh. Pferd. Ja, ich mach noch so. Ja, 15, 16 Minuten mache ich noch. Dann frühstücke ich auch erstmal was, machen wir mal was zu snacken. Wir gucken uns irgendwie ein paar schöne Clips an. Und dann gehen wir um 11 Uhr in LS rein mit Tim und Eggy Junior. Ich weiß nicht, ob Eggy denn auch kommen will. Was ist das hier? Das heißt, um 11 Uhr gehe ich einkaufen. Nee, wie nicht pennen? Zwei Stunden für deinen Kaffee. Oha. Oha. Okay, dann machen wir morgen LS ein bisschen später. Denn morgen 13 Uhr LS. Ich mache dir nachher noch den Plan. Brauche meine Ruhe morgens. Also wäre das hier für dich absolut gar nichts, was aufstehen, der PC geht und streamen. Richtig angepisst. Never. Ich stehe morgens auf und habe gleich einen Strahlen, also wirklich. Ich habe wirklich einen Strahlen im Gesicht. So, bis gleich. Alles klar, Eggy. So.
Morgens, wenn die auf den Augen auf Augen aufgehen, Party Moko und los geht's. Auf den Augen. ja, also ich bin da. Klar, es gibt auch mal Tage, wo man vielleicht nicht so gut drauf ist, aber ansonsten bin ich immer sehr gut drauf, wenn ich morgens aufstehe. Bis ich denn das Kind anziehe. Weil er wehrt sich mittlerweile auch immer dagegen. Und in irgendeiner Weise, ich muss die Jacke nur ins Bett legen von ihm. Und dann fängt er sofort an zu knurren. Dann kriege ich eine Krawatte, kriege ich da, ne? Ich lege nur die Jacke ins Bett. Macht er. So, machen wir das noch bis hier. So, hier weiter. Das hatten wir ja schon mal alles gehabt, leider. Mussten wir ja alles wieder neu machen. Wenn man den Backup vergessen hat. Wenn was passiert, selber schuld. Nee, letztes Mal habe ich ein Backup gemacht, Van. Aber ja, natürlich, wenn wieder was passiert, selber schuld. Ganz einfach, ja. Passiert selbst schuld und dann muss ich nachher mal die Zuschauer durchgucken. Da sind ja fast nur Bots drin. Echt? Oha. Oh ja. Oh, Alter, okay, wenn ich. Ah ja gut, wenn ich die Liste runterscroll, der zeigt aber auch an, welche, die nicht mehr da sind, glaube ich. Stimmt. Es kann sein, dass vielleicht noch zwei, drei Leute da sind von dem Raid letzte Nacht. Ja, das kann sein. Immer noch Lurker. Also wenn ich den Stream jetzt beenden würde und ich würde den Stream wieder starten, dann würde da locker anstatt 23 40 Zuschauer stehen. Und nach 2 Minuten wäre es wieder unten auf 10 oder so. So. Hier würde ich ganz gerne so ein Räumchen reinmachen. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Die Spitzhacke ist gleich kaputt, muss ich aufpassen.
Das sollte, glaube ich, reichen von der Größe. Soll nur ein kleiner Raum sein. Das reicht. Da machen wir ein Tischchen. Hat er die Kiste? Nö.